Scheiß Clickbait. Mein Gott, immer die gleichen Bilder. Ich verstehe nicht, warum man Clickbait machen muss. Yo Leute, was geht? Willkommen hier aus meinem Studio wieder. Ich hoffe wie immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar, eigentlich sollte heute ein neuer Motovlog kommen. Das Problem ist, wo ich ihn gerade schneiden wollte, gab es schon wieder Audioprobleme und ich habe jetzt endlich das Problem lösen können. Das war eigentlich ganz simpel und zwar einfach nur das Mikrofonkabel war locker, das heißt, ich konnte kein Audiosignal oder Audio aufnehmen. Ja, das heißt, ich mache jetzt hier so ein kleines Video für euch, dass ihr heute was zum Anschauen habt. Und zwar, heute geht es mal um das Thema Clickbait. Ich weiß, das passt eigentlich nicht so hier auf meinem Kanal. Es hat auch nichts mit der Musik wieder zu tun oder mit meinem Motorradfahren, sondern ist halt einfach ein Thema über YouTube selber. Und zwar habe ich das jetzt schon auf mehreren Kanälen gelesen, sage ich mal, mit, ja, du machst Clickbait, scheiß Clickbait. Und also da werden viele immer gehatet darüber, wenn sie Clickbait machen. Aber ich will euch mal erklären, so wie ich das aus meiner Sicht sehe, oder euch mal sagen, was überhaupt Clickbait ist, die es zum Beispiel noch nicht wissen. Clickbait ist eigentlich ganz simpel erklärt, es ist, wenn jemand ein YouTube-Video hochlädt, muss man ja dieses Thumbnail machen. Das heißt ja dieses Vorschaubild, was dann der Abonnent sozusagen sieht, wenn der YouTuber, den man abonniert hat, was hochgeladen hat, sieht man immer das Bild am Anfang. Und das muss man eigentlich immer so gut gestalten, dass es eigentlich interessant für den Zuschauer ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Video wieder hochlade, versuche ich natürlich die nötigsten Informationen auf das Bild zu kriegen, um was es im Video überhaupt geht. Und zwar muss ich sagen, es gibt zum Beispiel viele Motorvlogger, also was ich jetzt auch so ab und zu jetzt hier hochlade, da habe ich letztens einen gesehen, ich will aber auch keinen Namen sagen, ich habe das jetzt selber nur so feststellen können. Und zwar hat der, wie war das, er hat ein Video hochgeladen, da ging es irgendwie um, ja, hier meine neue Maschine oder erste Testfahrt mit meiner neuen Maschine. Und als Titelbild, also als Thumbnail, ist immer so ein Zungenbrecher, als Thumbnail hat er geschrieben, was einerseits gut ist, weil es dadurch wieder viel mehr Zuschauer gibt, aber andererseits hat das wieder nichts mit dem Video selbst zu tun. Und zwar hat er ein Bild gemacht, wo er beim Fahren war und hat so einen Schnappschuss, also aus dem Video, so einen Screenshot gemacht und hat da hingeschrieben, ah, sie will oder die Frau oder die heiße Frau will meine Handynummer. Ja, am Anfang dachte ich mir so, okay, vielleicht geht es darum, dass er die kennenlernt oder was weiß ich. Ich konnte es ja nicht wissen, aber das Bild sagt mir eigentlich so, ah, er hat mit dieser Frau Kontakt gehabt oder er hat mit der Frau da im Auto geredet oder sonstiges. Dabei ging es im Video um ganz was anderes und deswegen haten immer viele YouTuber, beziehungsweise nicht die YouTuber, sondern die Leute, die es immer kommentieren, ja, mit deinem scheiß Clickbait und bla bla bla. Da kann ich es auch wieder verstehen, aber ich muss sagen, ohne Clickbait kriegt man eigentlich fast keine Zuschauer. Oder beziehungsweise, wenn man mehr Zuschauer haben will, braucht man dieses Clickbait sozusagen. Weil, ich zeige euch mal anhand eines Beispiels von mir, ja, ich habe selber auch schon hergenommen, beziehungsweise probiert, und zwar von meinem letzten Video. Ich blende euch jetzt hier mal das Originalbild ein. Da ging es ja darum, dass ich eigentlich mit dem Jan, also mit dem Kollegen, mit dem ich gefahren bin, einen Ort gesucht habe, wo ich mich oder wo wir uns ein bisschen shooten können. Das heißt, ein paar geile Bilder machen, die wir dann bearbeiten können, bla bla bla, und dann auf Instagram hochladen können. Und im Titelbild, also im Thumbnail, habe ich wieder komplett was anderes genommen. Da habe ich nämlich auf der Fahrt einen Lamborghini gesehen und dachte mir so, hey, das wäre doch bestimmt mal cool oder mal, ich muss mal ausprobieren, ob das funktioniert, ob ich damit mehr Zuschauer erreiche. Und da habe ich statt irgendwie das Thema Shooting, ich blende es euch hier mal ein jetzt, das war eigentlich das Thumbnail, was ich hernehmen wollte, weil darum geht es ja in dem Video oder ging es in dem Video. Dabei habe ich jetzt dieses Bild genommen und dachte mir halt, hey, vielleicht erreiche ich da mehr Zuschauer, weil wer findet einen Lamborghini nicht geil? Also ja, man kann sich immer wieder drum streiten mit diesem Clickbait und diesen ganzen Hate-Kommentaren. Klar, einerseits ist es überflüssig, was manche machen, also finde ich, ist meine Meinung. Jeder hat, wie gesagt, seine eigene Meinung oder sollte jeder eine eigene Meinung haben. Ich sehe es halt so mit Clickbait. Ohne Clickbait geht eigentlich auf YouTube sehr, sehr wenig.
Deswegen, man muss ein geiles Thumbnail machen, man muss eigentlich das Highlight von dem Video auf ein Bild bringen. Ich habe es halt jetzt probiert mit einem Lamborghini und habe halt da hingeschrieben, absolut krank. Ich blende es euch jetzt nochmal kurz ein. Ja, hat wie gesagt eigentlich nichts mit dem Video zu tun, der ist nur kurz an mir vorbeigefahren und das war's. Das Ding ist, ich merke halt, bei mir, mein Kanal ist noch ja, ziemlich klein. Ich habe zwar aktive Leute, die meine Videos kommentieren, was richtig geil ist, aber zum Beispiel in meinem anderen Video, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, ich glaube, das ist schon 6 oder 7 Monate her, da ging es um das DJ-Setup, das heißt, wo ich euch meinen DJ-Controller gezeigt habe oder das Video, wo ich, wie war das, der beste DJ-Controller, ich habe leider das Bild nicht mehr, aber ich kann es euch unten nochmal verlinken, das Video. Und es hat, glaube ich, schon irgendwie 2.500 Aufrufe für einen Kanal, wo nur 45 Abonnenten hat. Also schon krass. Richtig geil, finde ich. Da muss ich aber sagen, einerseits ist es natürlich auch wieder Clickbait, weil ich geschrieben habe, der beste Controller, den es ungefähr überhaupt gibt. Aber es war meine Meinung. Das heißt, ich habe in dem Video euch gezeigt, dass es für mich der beste Controller ist für einen Einstieg beziehungsweise auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen sehe ich das auch wieder so, dass es eigentlich wieder kein Clickbait ist, weil ich, wie gesagt, selber die Erfahrung gemacht habe damit, mit dem Controller, ich euch den empfehlen will. Genau, also wie gesagt, manchmal machen viele extrem krasse Clickbait-Bilder oder Thumbnails. Mich würde mal interessieren, wie ihr das da draußen seht. Findet ihr das schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Kanal krassen Clickbait mache, das heißt irgendwie ein Bild mache wie mein letztes, oder wenn ich sage, viele machen zum Beispiel beim Motorradfahren, beim Motorvlog, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist, das ist ja eh schon schlimm genug, wenn man sowas sieht oder wie es der Person dann geht oder wenn die da am Boden liegt, das ist halt echt krass anzuschauen. Aber dann machen halt viele immer so ein Thumbnail und schreiben hin, krasser Unfall, lebensgefährlich verletzt. Und das finde ich halt auch wieder unnötig. Ja, sowas muss man nicht präsentieren, weil ein Unfall alleine ist schon schlimm genug und dann wird es noch im Internet veröffentlicht. Also ja, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht mit dem Clickbait, ob ihr das schlimm findet oder nicht. Warum ich jetzt überhaupt das Video hier aufgenommen habe, wisst ihr jetzt schon, Audioprobleme mit meinem Motorvlog gehabt. Deswegen wäre ich jetzt haben wir es 12:35 und ich werde um 4, also heute ist Sonntag, werde ich um 16 Uhr Motorrad fahren. Das heißt, ich werde den Vlog nochmal aufnehmen, aber diesmal nicht alleine, weil gestern, wo ich den aufgenommen habe, war ich allein unterwegs und heute werde ich wieder mit Jan eine Runde drehen. Wir wissen nicht wohin, deswegen wird das Video dann, also der Motorvlog, nächste Woche online kommen. Aber was ich in dem Video gefragt habe oder was mich ziemlich interessieren würde, wenn ich jetzt hier irgendeinen Abonnenten habe oder einen Zuschauer habe, der auch, egal welches Video von mir angeschaut hat, ich bräuchte mal Tipps für eine neue Kamera. Und zwar habe ich zwar schon eine gesehen, und zwar diese Sony RX, also DSC RX 100. Gut, die 4. Generation oder 5. Generation, weiß ich noch nicht. Die ist eigentlich ziemlich fett zum Vloggen. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt hier euch mal wieder ein bisschen was vom DJ-Pult zeigen will, wäre es halt für mich viel einfacher, weil ich da einfach viel mehr Qualität habe. Und ich finde halt mit dieser Kamera, wo ich jetzt aufnehme, geht es einigermaßen vom Licht, also hier jetzt vom Studiolicht. Aber ich finde halt einfach so eine kleine handliche Vlogging-Kamera ist nicht schlecht, so jetzt, um neue Videos mal zu machen, weil ich, wie gesagt, mit einer Spiegelreflex noch filme. Also wenn irgendein Zuschauer da ist, der ein bisschen so mir ein paar Tipps geben könnte oder mir ein paar Produkte ja, zeigen kann oder ja, einfach sagen kann, hey, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, ich würde dir die empfehlen, schreibt mir das echt gerne unten in die Kommentare oder eine Privatnachricht, würde mich auf jeden Fall echt freuen, weil wie gesagt, Leute, ich brauche jetzt dringend mal eine neue Kamera. Ich habe zwar jetzt hier schon wieder etlich Geld reingesteckt in mein Studio, das heißt 32 Zoll Bildschirm und ja, ein bisschen hier mein Studio verschönert, wird aber auch noch ein paar Videos kommen. Genau, sonst war es das eigentlich, ich bin jetzt schon wieder bei 10 Minuten. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen, wenn ja, wieder gerne einen Daumen nach oben geben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sonst, genau, nächste Woche kommt der Motorvlog. Ich glaube Anfang der Woche, wenn ich es schaffe. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Danke fürs Zuschauen und ciao.